Und zwar eine Karte. Ich höre ihn. Das ist wirklich nicht mein. Ich höre nicht mehr aus. In seiner Haut bin ich trotzdem einstecken. Was genau wollte ich jetzt hier noch eigentlich machen? Ach genau, Torus, siehst du? Und mir fällt das nicht mehr ein, oder was? Verlass dich auf jemanden. Früher wahrscheinlich alles ganz anders gelaufen. Wegen Mordrak. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Glaube ich dir. Aber gib dich erstmal damit zufrieden. Diego? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Okay, ich mal in Stärke rein. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Verlass dich. Gut. Ich halte mich da lieber raus. Da ich ja auch über 500 Erz habe, könnte ich eigentlich doch schon nochmal zu Aidan gehen. Aber ihm bräuchte ich 300 Erz insgesamt, wenn ich hier alle seine Tierverwertungsfähigkeiten lernen will. Da ist Whistler. Mit seinem glamourösen Schwert. Hey Fisk. Zeig mir deine Ware. Er hat ja noch ein bisschen Erz, das kann ich ihm abknöpfen. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Äpfel, die kann ich loswerden. Reis. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ne, Bier behalte ich noch. Nur die Waldbeeren, die kann ich zum Beispiel hier. Seraphis. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Das Fleischschwanzenfleisch brauche ich auch nicht mehr. Ah, ich hab's. Ich könnte doch eigentlich auch. Ne? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Wir können nämlich hier die schwere Butlerhose nehmen. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. Ich sag's immer wieder, Butlerhose, erlebe deine Traumfigur. Nun? Zeig mir das. Hat er wieder seine 500 Erz. Verkaufe ich hier die Butlerhose. Resterz werde ich mir auch noch wieder unter Beschlag nehmen. Der letzte Scheiß. Wo ist eigentlich Matt abgeblieben? Nicht, dass ich den vermisse oder so, aber der müsste eigentlich nach einiger Zeit wieder hinterherkommen. Ich meine, ich habe den ja jetzt nur ja, ein paar Mal geschlagen, aber nicht besiegt. Mal hier die
Leiter hoch da. In dem Viertel haben wir noch nichts abgegrast. Oh, schon sagen, ey. War doch klar, hier wollte ich. Ich glaube, hier muss ich noch warten, bis ich. Rechts, links. Achso, zwei gute Schwerter, 20 Rohstahl. Komm, geh ich noch mit an die Schmiede. Das ist halt ziemlich ne. Also. Es kann eine richtig gute Erzquelle sein, also wirklich gute Geldquelle. Die Schmiedetruhen zu plündern. Den ganzen Rohstahl alle zu Schwertern machen. Ich zeige euch hier. Man hält hier den Rohstahl rein. Dann bearbeitet man das am Amboss, so wie Uno es tut. Genau, der zeigt es auch. Dann wird das. Dann wird der glühende Stahl hier im Wasserbecken abgekühlt, anschließend geschliffen. Wie der Typ links. Man muss es halt nicht explizit lernen. Das ist der Punkt. Aber man kann halt nur diese Bogenschwerter herstellen. Ja genau, tritt mal gegen das Ding. Ah, das Patchen durch Spine hat auch bewirkt, dass man ne, nicht mehr als die Anzahl, die man hat, rauskriegt. Ich hatte ja 20 Rohstahl und manchmal war es früher sogar so vorgekommen, dass ich plötzlich mehr hatte. Darf ich? Danke. Hatte ich auf einmal plötzlich 25 Kliner Stahl, dann 31 Klinge. Bis ich auf einmal 36 von den groben Schwertern hatte. So, Kerl. Hey. Das ist wirklich nicht mein Problem. In der Geschichte muss noch was dran sein. Absolut idiotisch. Was willst du? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Deine Klöße? Nein, natürlich nicht. Manche lernen gerade gar nichts dazu. Was willst du? Geh mal weg. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Der guckt mich gar nicht wirklich an, oder? Kann ich was für dich tun? Ja, beiseite gehen bitte. Ich halte mich darüber. Ja, kriegst du, wa? Dankeschön. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, jetzt hab ich hier den Schleifstein an. Jetzt stehe ich sogar innen drin. Was willst du? Ja, was willst du? Geh mal weg. Ich dachte, das wäre schon mal gut. Nicht, dass er jetzt selber noch auf die Idee kommt, hier sein Teil in mir reinzuschieben. Sein Teil. Nein. Gut. Ja. Wir haben 20 grobe Schwerter geschmiedet, die wir allesamt verkaufen können. Mit der Arena wollte ich übrigens noch warten, bis ich den angemessenen Stärkewert habe. Und Rüstungswert. Okay, der läuft weiterhin vor mir weg. Was ist denn da los? Interessiert auch keinen. Dass der hier vor mir wegläuft. Ich dachte, normalerweise kommt er dann wieder angeschissen.
dem scheint nicht so. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Nur 2 gegen 2, macht Sinn. Ich bin dabei. Gut! Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Werde ich bald tun. Aber nicht jetzt. Ah, ich hätte auch andersrum gehen können, wieder so zurück. Wäre es viel schneller gegangen. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen Spaß, Matt durch das ganze Lager zu jagen. Nö, der lebt lieber in eine andere Richtung. Da oben steht Bloodwinders Arsch. Ah, das Problem ist, da ich selber ein grobes Schwert hatte, ist jetzt meine abgelegt. Zeig mir deine Waffe. Ich krieg jetzt gerade eh nicht alle verkauft, aber einen großen Teil schon. Vorerst so. So, da habe ich mein Geld wieder. Wir könnten jetzt aber auch. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch. Hey. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ja, heil auch dir, Kamerad. Ist klar. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Oh, das ist aber jetzt nicht gut hier, wenn er hier so komisch flimmert. Warte, ich lad nochmal neu. Ja, komm. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Ich mache erstmal einen Schritt zurück. Naja. Da schifft einer. Wo da oben? Ich nichts damit zu tun habe. Wir haben noch nicht mit dem anderen Kerl da gesprochen im alten Lager, der beim Nordtor ist. Der erzählte ja von wegen 1000-jähriger Schlaf und da ja, denkt man an Dornröschen. Ne, die hat ja 100 Jahre geschlafen. Tja, bringt bei dem Volksempfänger auch nichts. Entschuldigung. Es gibt halt wie so Anspielungen, weiß ich nicht. Ich denke, es ist erstmal nicht so weit schlimm, dass ich die Talente noch nicht habe, die Tierverwertung. Wir werden so noch an genug Rohstoffe drankommen. Ach, Rohstoffe, sag ich. Nee, das Kämpfen überlasse ich lieber ihm. Man sieht ja, was dabei rumkommt. Jetzt habe ich aus Versehen ihn geschlagen.
Oh, da vorne ist da was los. Nee, der klaut mir die ganze Erfahrung weg hier. Treiben sich Varane rum. Um Strand. Ja, ist ja kein Strand. Ist halt nur Sand irgendwie. Round and around and around. Round. Nee, nee, nee. Euch nehme ich noch mit. Etzala, seid ihr gemeldet. Kurz vor, als sind die schwächer als sonst. Ich weiß nicht warum. Trotz, dass das mit Spine irgendwie durch die Patches von denen irgendwie die meisten Bugs behoben sind. Trotzdem. Blame it on the Buggy. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on good times. Blame it on the buggy. So, Entschuldigung, dass ich euch einen vorjaule. Aber ich will euch mal aufklären, was ich hier so mit dem Spiel verbinde. Generell hier mit. Gibt ja einige Spiele, auf die das zutrifft, dass hier so ein paar Sachen passieren, die nicht vorhergesehen. Die nicht vorhergesehen sind. Dass hier, weiß ich nicht, irgendwelche Kreaturen sich um die eine Achse drehen oder so. Wir kommen an im Sumpflager. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Allein wie die schon reden. So hat man früher auch damals geredet. Nein. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Wir sind ja im Osten der Kolonie, also wollte ich nur mal anmerken. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Das Kuriose ist halt bei den Leuten, die sind alle kahl geschoren. Ja? Aber es sieht hier richtig geil aus. Die Beleuchtung allein schon. Anders als in den anderen Lagern haben die Erzfackeln sozusagen. Wie auch immer, werden sie mit der... Bringen die das magische Erz zum Leuchten? Wie auch immer. So, und hier haben wir Guido Lesterwelle. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal-Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ach ja, an dieser Stelle Rest in Peace, wie der Synchronsprecher immer hieß. Muss ich nochmal nachschlagen. Ich vergesse den Namen immer. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen.
Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balna Mipir ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Falls ihr schon gesehen habt, auf den Roben von hier Balna Mipir zum Beispiel, hat hier ein halbes Arbeitsamt-Logo, nur in grün. Und ein paar Striche mehr. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Zeig mir den Weg. Zum Tempel. Folge mir. So, nehmen wir mal Lester mit. Einige Leute haben das Problem, sich hier im Sumpflager zu verirren, im Gegensatz zu den anderen Lagern. Warum auch immer. Was bei mir jetzt auf mich jetzt nicht zutrifft. Aber ich nehme den halt aus einem Grund mit. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Balna Mip macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. So. Du bist entlassen. Boah, ich sag's doch mal, das... Das hier ist der Tempelplatz. Und hier haben wir noch einen anderen der Baals. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Und das Zeug haut ihn um. Er legt sich erstmal schlafen. Was war denn das? Beim Schläfer. Ich hatte eine Vision. Es war unglaublich. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen, der nicht ist wie die, die vor ihm kamen. Er macht irgendwas mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf und er sah dir. Verdammt ähnlich. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Geh zu Kor Kalom. Er soll sich weiter mit dir befassen. Das werden wir sicherlich auch bald tun. So, Harlock. Ja, aber auch einen. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier,
Nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ja, wahrscheinlich. Gut. Wir können jetzt ab jeden Tag, ne, was von ihm abholen. 3-mal schwarzer Weiser, wie immer. Wir können jetzt auch mal hier in der Schmiede vorbeigucken. Noch mehr Geld absacken. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Habe. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ah, war ein bisschen viel. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das passiert mir nicht. Nun, schauen wir uns mal weiter um. Hätte ich jetzt gesagt. Schon später? 11:30 hier schon. Hä? Was macht denn der eine Guru hier? Der wendet sich denen den Rücken zu. Der kehrt ihnen den Rücken, so. Ach ja, ich habe gesehen. Im Übrigen. Es gibt da scheinbar... Hier. Der Novize hier. Da können wir uns bei einem Zuschauer von Merlin Plays bedanken. Der hier gibt nämlich 200 Erfahrung. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Ärger angezettelt, hä? Hallo? Ich will mich hinlegen. Danke. Das wird dir noch lang. So, jetzt haben wir geschlafen bis zum nächsten Morgen. Jetzt. Hey, du! Was machst du da? Wenn ich dich erwische, bist du. Halt's Maul! So. Hat keiner gesehen? Alles okay? Alles okay? Puh. Es ist nicht mehr ganz so schön wie nachts. Aber jetzt sehen wir ein bisschen mehr und können mit mehr Leuten quatschen. Ne? Siehst du auch so, oder? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Hey there. Was willst du? Klöße. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Das ist die Frage.
kann ich... Nein, das war nicht die Truhe. Rechts, rechts, links, rechts. Da ist Callums Rezept. Aber reden wir nochmal mit Kane. Wie komme ich an das Rezept von Callum? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Tja, aber ich hab's ja jetzt. Egal. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Khoa Callum. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanz. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Dann mach dir mal. Das Ding ist, ich hatte einmal den Ärger gehabt, die Truhe zu knacken. Ist halt blöd, wenn er das sieht. Also der hatte so in das Haus reingeguckt, warum auch immer. Bug oder so. Aber wenn er sieht, dass ich an seine Truhe gehe, dann kommt er wirklich rein und verhaut dich. Gut, aber ich denke, was ist denn jetzt los? Deine muss hier durch den Sumpf watscheln hier. Da ist der Guanadrak. Hey. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Khor Callum. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Ich dachte schon woanders. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Und keinen Lernpunkt dafür verschwendet jetzt. Da gäbe es zwar noch einen in der alten Mine, aber dem braucht man dann einen Lernpunkt dafür. Gut, schauen wir uns. Ich würde mal sagen, das reicht jetzt erstmal. In der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Folge, werden wir das Sumpflager weiter erkunden. Bis dahin, Leute, macht's gut.